Hallo liebe Reptil-TV-Gemeinde, zu einer neuen Folge von Reptil-TV. Heute mal wieder so eine Art Roadtrip, beziehungsweise der alltägliche Wahnsinn bei uns. Es kommt heute eine Sendung mit Aldabra-Schildkröten von den Seychellen, ausnahmsweise mal große oder größere Tiere. Von den Tieren kriege ich zwei, drei, da kann ich hin, suche mir die zwei, drei schönsten aus, die ich für mich will. Die restlichen gehen weiter auf die Kanaren zu jemand anders. Gleichzeitig auf die Kanaren geht unser leuzistischer Nilwaran, der Nils. Den muss ich jetzt noch einpacken, außerdem noch drei Königspütern, die derjenige dort will. Da dürft ihr mich jetzt begleiten. Varan verschicken sozusagen, Königspütern verschicken, die Aldabra-Schildkröten entgegennehmen, anschauen, zwei auswählen, die restlichen weiterschicken. Also heute ein Kommen und Gehen. Da nehme ich euch jetzt mal mit und könnt euch mal anschauen, wie das alles so funktioniert. Erstmal unseren Nils hier aus seinem Reich holen. Da oben ist er drin. Gucken, ob ich den gleich finde. Da haben wir ihn. Unser Nils. Ich tue ihn hier in den Beutel einpacken. Das ist doch immer noch die beste Methode, denke ich. Die Reptilien haben da einfach ihr Versteck. Ne? Die sind da relaxed, entspannt. Bisschen Zeitung mit rein. Und da kann der heute Nacht, da schläft er in sein Beutelchen, kommt morgen dort an, hat keinen Stress. Ich glaube, die beste Methode für die meisten Reptilien zum Einpacken ist wirklich so in dem Sack drin, ne, weil sie da einfach ihre Ruhe haben. Besser wie eine Box, wo sie vielleicht hin und her rennen oder unruhig sind und so weiter. Das da drin ist ja letztendlich wie so ein Versteck. Da geht es dem gut. Die Tiere kommen jetzt hier in so eine kleine Styrobox rein und das Ganze schön mit Zeitung ausstopfen und dann ist das problemlos. Hier habe ich mein Böckchen drin eingeladen. Und hier vorne heute nehme ich meinen Melino mit als Helfer. Der rosa Kindersitz. Da soll ich dazu sagen, der ist von der kleinen Schwester. Da sollte nicht so genau hingucken, dass er auf dem rosa Sitz sitzt. Und jetzt müssen wir erst am Zoll eine Voranmeldung machen und dann fahren wir los nach Frankfurt. So, wir sind jetzt hier Zollamt Villingen-Schwenningen. Ich habe mal hier die Rechnung dabei und die Unterlagen. Tiere lasse ich mal im Auto. Manchmal schauen sie die an, manchmal nicht. Am bequemsten, wenn sie nicht anschauen, dann können wir gleich weiterfahren. So, das war eine schnelle Sache. Da kriegt man hier so ein Exportdokument. Dann ist das Ganze vorab gefertigt und dann können wir damit jetzt nach Frankfurt am Flughafen. Wir haben es geschafft. Cargo Center, Tor 26. Hier ist die Animal Lounge. Da können wir jetzt gleich Tiere holen bzw. abgeben. Also da drin durfte man nicht filmen. Man darf hier auf dem Flughafen ja in den Sicherheitsbereichen nicht filmen. Aber ich habe jetzt hier den Auslagerschein und damit können wir die Tiere jetzt dann erstmal abholen. Ich habe jetzt hier die Böckchen aufgemacht. Da hocken die schön drin, Stück für Stück. Mein schweres Spiel ist jetzt einfach, welche bleiben bei mir. Welche gehen auf die Kanaren? Ja, hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Kisten. Zum Glück haben wir es noch schön warm. Also jeder, der das sieht, wir haben hier
einen der letzten sonnigen Tage noch erwischt. Wir haben hier 20 Grad, also macht euch keine Sorgen. Die Tiere, die haben es warm. Hier in dieser Kiste hier sind, glaube ich, die schönsten. Dann schraube ich die Sache hier mal wieder zu und nehme mir die raus. Also hier sind, glaube ich, die schönsten drin. Davon werden es zwei werden. Ich glaube auf jeden Fall die in der Mitte. Und entweder die oder die da hinten. Also ich bin hier immer noch unschlüssig, welche ich hier nehme. Ich habe jetzt mal meine drei Favoriten mal hier rein ins Auto. Der Melino sagt, ich soll alle drei nehmen. Aber das wird auch zu viel. Ja, schwere Entscheidung. Muss ich mir echt überlegen. So, die zwei werden's. Dann können wir hier die Kisten zumachen. Hier habe ich einen netten Kerl von Animal Lounge. Der hat mir hier geholfen mit den Kisten auf und zu und so weiter. Ohne dem seine Hilfe hätte ich mich, glaube ich, mit meinem Melino, der ist zwar auch ein guter Helfer, aber so ein großer Mann ist da schon einiges besser. Ich habe jetzt hier in die Holzkiste meine Box mit Varan und Regius reingestellt. Dann sind die auch gut verpackt in Holz. Dann schrauben alles wieder zu. Und dann kann die Sache hier los. Wir haben die anderen Tiere gut abgeliefert. Machen uns jetzt auf den Heimweg. Hinter uns der Airport Frankfurt. Da werden jetzt die restlichen hübschen Aldabras fliegen die heute Nacht los. Wir sind jetzt, es ist jetzt ein Tag später. Wir sind hier, wir haben die Tiere eingesetzt, haben hier ihre Behausungen. Ich glaube, sie fühlen sich schon ganz wohl hier, verkriechen sich schön in dem Heu, haben noch eigentlich ganz schön Platz, das Terry geht noch einiges weiter dahinter. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht mit den Zweien. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie der Tag so abläuft, wenn man die Tiere abholt. In dem Fall war es auch besonders, dass man sich unter so vielen Tieren auch noch hier die, denke ich, zwei schönsten aussuchen kann. Dann bis zum nächsten Mal. Bleibt mir treu. Checkt my balls und checkt die schönen, riesigen Aldabras.